Hallo Fight-Fans, ich bin's wieder, Max Nürnberg von Ground & Pound TV und ich sitze hier im Combat Club Cologne mit den beiden Trainern Mike Küppers und Raphael Wohlgemuth. Ihr habt uns eingeladen, weil ihr ein Statement loswerden wollt. Um was geht es? Wir wollten uns zu Jonas Bildsteins Darstellung der Ereignisse, die zur Absage seines Kampfes gegen Manuel Masuch geführt haben, äußern. Da sind von seiner Seite aus die Dinge so dargestellt worden, wie sie nicht gewesen sind. Die Ereignisse haben sich anders abgespielt und wir haben den Eindruck, dass wir das klarstellen sollten in der Öffentlichkeit, weil da der Eindruck entsteht, wir hätten den Kampf verhindert. Mhm. Und das ist uns sehr wichtig, dass das so wahrgenommen wird, dass das nicht so gewesen ist. Um das zu verstehen, was alles dazu geführt hat und auch zu Jonas' Rauswurf geführt hat, muss man weit ausholen. Es hat tatsächlich etwas damit zu tun, dass er das Management gewechselt hat. Jonas hat damals einen Vertrag bei uns unterschrieben. Wir haben den Kämpfer und ein Management zur Verfügung gestellt. Und nach wenigen Monaten hat Jonas darum gebeten, ihn aus dem Vertrag zu entlassen, weil er ein Angebot aus Amerika hatte, das ihm besser erschien. Und das haben wir auch gemacht. Also wir haben nicht auf die Einhaltung des Vertrages bestanden, haben ihn damals aus dem Vertrag entlassen und er hat das Management dann gewechselt. Ja, Genghis hatte vorher allerdings schon, er macht das ja für uns, seine Fühler ausgestreckt und verschiedene Verhandlungen geführt und kurze Zeit später, nachdem Jonas das Management gewechselt hatte, hatte er einen UFC-Vertrag auf dem Tisch liegen. Und das haben wir ihm dann erzählt und da hat er gesagt, ja, unter den Umständen war das wohl doch nicht die richtige Entscheidung und hat gesagt, ja, dann würde er zu uns zurückkehren. Das wäre natürlich das, was alle wollen. Mhm. Und wenn wir da optimistisch sind, dass das jetzt auch wirklich klappt, dann wird er zu uns zurückkehren und das Management kündigen. Und er hat uns mitgeteilt, dass er das gemacht hat. Er hat berichtet, er hätte eine Rückzugsklausel in dem Vertrag und hat den Anwalt seines Vaters eingeschaltet und hat gesagt, das Management ist gekündigt, ich bin jetzt bei euch. Wir hatten das zur Bedingung gemacht. Wir haben gesagt, wir machen nur weiter, wenn du das andere Management kündigst. Und daraufhin hat Genghis dann weiter für ihn gearbeitet. Es ist dann leider doch nicht zum UFC-Vertrag gekommen, weil er den Kampf in Tschechien dann verloren hat. Und Joe Silva hat dann gesagt, ja, mach noch drei, vier, bringt ihn auf die Siegestraße zurück, drei, vier Kämpfe und dann läuft die Sache wieder. Und in der Folge ist es dann dazu gekommen, dass wir den Kampf gegen Manuel Masuch zugesagt haben. Dann ist Jonas nach Amerika geflogen, um da im Trainingslager zu trainieren. Und als er zurückkam, war ich nicht da. Ich war eine Woche in Urlaub. Und ja, die Ereignisse sind dann eskaliert, als ich nicht dabei gewesen bin. Das habe ich dann immer nur von Raphael am Telefon erfahren. Mhm. Deswegen würde ich dem Raphael gerne die Darstellung der Ereignisse überlassen, die dann danach passieren. Also als Jonas aus Amerika zurückkam, hat er zuerst mal formuliert, dass ein Angebot von Bellator vorliegt, das er gerne annehmen würde. Und er hat vorsichtig formuliert, dass er nicht davon überzeugt ist, den Masuch-Kampf zu machen. Ob das richtig wäre, er hat ein persönliches Befinden geäußert, oder hat geäußert, dass er gerne stärkere Leute kämpfen will, international kämpfen will. Er hat erste Bedenken gestreut dagegen, hat aber nicht abgesagt. Also er hat nicht klar formuliert, er will den Kampf nicht machen. Wenn man ihn direkt gefragt hat, hat er gesagt, er macht den Kampf. Er macht das. Wir mussten ihn ja, weil Ben sich schon gemeldet hatte. Und Ben hat irgendwann mitbekommen, dass er bei Bellator angefragt wurde, beziehungsweise er hat vermutet, dass er schon unterschrieben hat. Jonas sagte, er hat noch nicht unterschrieben und hat auch von dem amerikanischen Management nichts erzählt und hat dann auf unser Nachfragen definitiv zugesagt
zwei Wochen vor dem Kampf am Montag, um dann dienstags wieder zu äußern, dass er ihn doch nicht macht. Dann haben wir ihm noch eine Deadline gegeben, bis Freitagabend, um sich definitiv zu äußern. Und Freitagabend hat er dann gesagt, er macht den Kampf nicht. Und wir haben bei den Gesprächen mit Jonas, dann hatte ich irgendwann den Eindruck, dass es gar nicht seine eigene Entscheidung ist, diesen Kampf zu machen, sondern dass eine dritte Kraft damit spielt. Und dann haben wir recherchiert und dadurch eben erfahren, dass er noch bei diesem amerikanischen Management ist und auch Bellator schon unterschrieben hat, was er immer verneint hat. Und dadurch war das Vertrauensverhältnis einfach so nachhaltig gestört und zerrüttet, dass wir dann gesagt haben, dass wir uns trennen. Also dass der Comet Club sich von Jonas Wildschein trennt. Und es war nicht so, wie er das darstellt, dass er dann nicht mehr trainieren konnte. Wir haben ihn bis zu dem Zeitpunkt, also bis eine Woche vor dem Kampf, sogar animiert zu trainieren, weil wir eigentlich davon ausgingen, dass er den Kampf machen will. Und das hat er aber auch nicht so richtig getan. Also er hat auch nicht richtig trainiert. Also er wusste wahrscheinlich schon vorher, dass er das nicht machen will. Naja, Jonas war über den Rauswurf wegen seiner Lüge und wegen des zerrütteten Vertrauensverhältnisses war er so schockiert, dass er zunächst mal angeboten hat, ich mache alles, was ihr wollt, um im Gym zu verbleiben. Mhm. Und da wir aber dem Veranstalter ja jetzt fest zugesagt haben, er kämpft gegen Manuel und der Ben auch schon ganz schön nervös wurde, was ist mit den anderen Kämpfern? Mhm. Haben wir gesagt, um dich zu rehabilitieren, wenn du wirklich im Team verbleiben willst, trotz der Lügen, musst du den Kampf machen. Mhm. Und da hat er uns dann hingehalten bis Freitagabend. Also ist in seiner Wahrnehmung wahrscheinlich die Verknüpfung auch entstanden, Masuch-Kampf ist das Zünglein an der Waage, aber letztendlich ist es das nicht gewesen, sondern die Art, wie er kommuniziert, die Art, wie er Dinge darstellt, sind letztendlich dafür entscheidend, dass er hier rausgeflogen ist und nicht, ob er bei Bellator unterschreibt oder bei der UFC oder ob er ein amerikanisches Management hat oder unseres. Das ist letztendlich nur das sind die Zutaten, die in diesem Brei dazu geführt haben, dass man einfach nicht miteinander arbeiten kann. Ja, dass man entdeckt, dass er nicht so geradlinig oder wahrheitsgetreu vorgeht und damit kann man nicht mehr arbeiten. Ja. Es geht halt nicht. Man kann nicht mit jemandem zusammenarbeiten, auf dessen Worte man sich nicht verlassen kann. Und wir müssen natürlich dazu auch immer noch berücksichtigen, dass wir mehr als nur einen Kämpfer haben. Und wenn wir befürchten müssen, dass das Verhalten eines Kämpfers sich nachteilig auf die anderen auswirkt, dann müssen wir die Konsequenzen entsprechend ziehen. Jetzt, nachdem ihr das jetzt so klargestellt habt, wie ist denn das jetzt, ich habe auch gehört, von wegen hat mit dir das Gespräch gesucht, Raphael, der hat dich irgendwie angerufen oder so, möchtest du dazu mal was sagen? Ja, er hat, nachdem das Ganze eskaliert ist und wir dann eine Deadline gesetzt haben und gesagt haben, du wirst hier nicht mehr trainieren, da hat er mich angerufen, um noch zu retten. Also zum einen hat er gefragt, was müsste er tun, um das abzuwenden. Er hat signalisiert oder er hat deutlich gesagt, dass er dann den Kampf macht und Bellator auch kündigen würde und auch das Management kündigen würde. Ich habe gesagt, mach diesen Kampf. Ne? Bellator und Management, da kann man später drüber reden, aber definitiv Grundvoraussetzung ist, diesen Kampf zu machen. Mhm. Er hat mir das abends zugesagt. Ich habe den Mike informiert, dass es ein Signal gibt. Und am nächsten Morgen wollte er davon schon nichts mehr wissen. Also dann war das schon wieder so verwässert. Er hat, als wir dann das Verhältnis aufgekündigt haben, mich nochmal angerufen und sich bei mir zumindest explizit noch entschuldigt für sein Verhalten. Mhm. Ich habe das auch angenommen, weil ich den Jonas eben sehr gut kenne und auch ungefähr weiß, wo das herkommt, das Verhalten. Ich persönlich habe bis zu einem gewissen Punkt auch Verständnis, aber es ist einfach nicht tragbar, das ist das Problem. Also man kann Dinge verstehen, aber man muss sie nicht akzeptieren und man kann so auch nicht zusammenarbeiten. Ja, ich denke mal, also wenn man jetzt noch, ich probiere mich gerade in eure Situation hineinzuversetzen, man probiert es mit jemandem zu klären
Und dann, wie war das denn für euch, wie ihr dann das Interview gelesen habt mit den Ulrich Huperts? Das war ja, wie ich das richtig verstanden habe, danach. Ja, es ist halt in dem Sinne schwierig, damit umzugehen, weil wir im Vorfeld, wir haben uns abgesprochen und wollten eigentlich uns nicht detailliert äußern. Wir haben gesagt, wir machen eine Deeskalationsstrategie, wir wollen dem Jonas nichts verbauen. Und trennen uns ganz sachlich. Mhm. Letztendlich wäre es mir am liebsten gewesen, man äußert in beidseitigem Einvernehmen, haben sich Jonas Bilschan und der Comic Club getrennt. Das war nicht durchzuhalten, weil eben Ben involviert war und der Masuch. Also man musste schon ein bisschen erläutern, woran das lag. Mhm. Aber das haben wir sehr diszipliniert und ja, sehr vorsichtig formuliert, ohne Details und ohne Internas, zumindest für die Öffentlichkeit. Und diesem Verhalten ist jetzt ein bisschen die Grundlage entzogen, weil Jonas sich geäußert hat in eine Richtung, die so nicht stimmt. Mhm. Und wir haben halt den Eindruck, dass er vermitteln will, dass er nicht mehr trainieren konnte, dass wir ihm das Team entzogen haben aus Gründen, er sagt, es gab wegen jedes Management Streit, weil er das Management gewechselt hat. Mhm. Ja, wegen des Managements oder wegen Bellator, und das stimmt so nicht. Mhm. Das waren nicht die Gründe, die Chronologie ist einfach andersrum, letztendlich genau andersrum. Wie ist denn das jetzt, wenn man so lange mit jemandem zusammen trainiert hat und man jetzt so auseinander geht? Weil ich weiß auch, ich habe auch probiert den Cengiz, den Cengiz Lana, ist ja auch Manager vom Comic Club, und habe ihn um eine Aussage gebeten. Er hat auch zu mir gesagt, nee, also wir möchten darüber in der Öffentlichkeit nicht reden, wir möchten das, also genau das, was du gerade gesagt hast, Raphael, Deeskalation, ne? Also wir wollen den Jungen auch nichts verbauen. Aber wie ist denn das, wenn man so lange mit jemandem zusammengearbeitet hat? Mit Sicherheit verliert man einen Kämpfer wie Jonas nicht gerne, wenn man den Anspruch hat, MMA-Kämpfer gut auszubilden und sie so weit zu bringen, wie es geht. Dann ist jemand, der so weit schon gekommen ist wie der Jonas und der hoffentlich auch da noch weiterhin Erfolg haben wird. Ich wünsche es ihm jedenfalls. Den verliert man nicht gern. Mhm. Wir wären beide mit Sicherheit gerne mit nach Amerika geflogen und hätten bei Bellator am Cage gestanden. Wenn es nicht geht, geht es nicht. Dann muss man halt irgendwann Konsequenzen ziehen. Schade ist das schon. Das Team verliert einen Trainingspartner. Die verstehen sich auch alle untereinander ganz gut. Das ist schon bedauerlich. Aber es ist halt nicht zu ändern. Und wir müssen uns auch noch um die anderen Kämpfer kümmern. Wir haben noch mehr Kämpfer als nur der Jonas. Und ich denke, da werden wir jetzt unseren Fokus drauf richten, zu gucken, dass die anderen Buben, Nick, Abus, Cengiz, Farwood, Mick, alle, dass wir die weiter so gut wie möglich ausbilden und hoffentlich dann auch so weit wie möglich bringen können. Ja, also hast mir eigentlich das wieder ein gutes Stichwort gegeben. Also ihr wart ja jetzt auch bei Respect, also mit dem Cengiz erfolgreich, ihr wart ja auch bei Superior mit drei Kämpfern angetreten, mit allen dreien erfolgreich. Ihr seid dann auch nicht ohne Grund das erfolgreichste Team 2010 geworden. Macht jetzt schon wieder die ersten Schritte, um das erfolgreichste Team 2011 zu werden. Was hat denn eigentlich für euch dieser Award bedeutet und vielleicht auch der Versuch jetzt einer Verteidigung jetzt wieder? Da steht er bei uns am Tisch. Wir geben gerne damit an. Natürlich ist das für einen Trainer eine schöne Bestätigung unserer Arbeit. Und also ich persönlich habe mich auf jeden Fall sehr über diesen Award gefreut und wir würden das gerne wiederholen. Wir haben halt ein starkes Team und die Jungs, es ist halt toll, wenn so eine Wettkampfvorbereitung, wenn das gut läuft und die alle miteinander gut trainieren und man merkt so einen guten Spirit im Gym. Wenn dann in 5, 6 Stationen richtig gearbeitet wird, man kommt in das Gym rein, der Nick hatte mal irgendwann gesagt, das ist wie in einem James-Bond-Film, wenn man so reinkommt und in jeder Ecke macht irgendjemand was anderes und alle pushen sich gegenseitig. Das ist ein gutes Gefühl, das macht Spaß. Und wenn wir das so fortsetzen können und damit auch Erfolg haben, dann, ich glaube, dann macht diese ganze Arbeit hier Sinn und wir fühlen uns darin bestätigt, dass, ja, dass es nicht ganz verkehrt ist, was wir hier wünschen. Ja, das ist mit Sicherheit nicht. Also man sieht ja auch mal die Bilanzen. Also das, was ihr macht, ist also bestimmt nicht verkehrt. Und ich finde es auch mal schön, dass wir jetzt noch einen positiven Abschluss gefunden haben.
Habt ihr noch irgendetwas auf der Seele, was ihr gerne sagen möchtet? Nee, wir haben noch keinen Sponsor fürs Gym oder für die Trainer. Dann schütteln die Kamera rein. Deswegen brauchen wir uns auch bei keinem Sponsor zu bedanken, aber sollte da jemand Interesse haben. Ansonsten, schöne Grüße an alle Zuschauer von Round & Pound und das war's eigentlich. Ach, und ich sehe schon, der Nachwuchs ist auch schon da. Also, genau. Also für die nächste Generation kommen wir Club Cologne Camp, was auch schon gesagt. Dann bedanke ich mich bei euch beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt und dass man alles so erläutert hat. Vielen Dank. Bitte.